Hallo Schaumfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Heute habe ich wieder mal einen Haltungsbericht für euch und zwar geht es um die Porzellanschabe Gina Lurida. Ja, die Gina Lurida, auch bekannt unter ihrem Trivialnamen als Porzellanschabe. Dabei handelt es sich um eine sehr, sehr flach gebaute und sehr schnelle Schabenart. Dank ihrer Flügel können männliche als auch weibliche Tiere sehr gut fliegen, ähnlich wie Bananenschaben zum Beispiel. Die Tiere werden zwischen 2 und 4 cm groß. Die männlichen kann man ganz gut von den weiblichen Tieren unterscheiden, denn die weiblichen sind um einiges größer als die männlichen Artgenossen. Ursprünglich kommt die Gina Lurida aus Tansania, kann aber auch sein, dass sie ab und zu mal in Uganda oder in den angrenzenden Ländern vorkommt. Sie ist eine ovovivipare Art, das heißt so viel, sie trägt oder sie brütet diesen Eiersack in sich aus und gebärt die Nymphen lebend. Die Gina Lurida gibt es in verschiedensten Farbvariationen, in gelb, beige bis hin zu braun. Sie sind vorwiegend nachtaktiv und nur adulte Tiere sind Scheibenläufer. Die Tiere sollte man nur im Notfall hantieren, denn sonst krabbeln sie schnell auf einem herum und fliegen weg. Auch das durfte ich schon an eigenen Leib erfahren. Daher sollte das Terrarium unbedingt ausbruchssicher sein. Ausbruchssicher, dass da wirklich keine Schlitze sind, dass die Tiere rauskommen können. Und ich bevorzuge da eher Plastikboxen als Terrarien. Und ganz wichtig, wenn ihr Plastikboxen benutzt, macht wirklich mindestens 4-5 cm breiten Vaseline-Rand drumherum. Denn sonst fliegen euch die Tiere um die Ohren. Falls dann doch mal eine entwischt, keine Panik, die Porzellanschabe kann sich nicht im Haushalt vermehren. Kommen wir nun zu den Haltungsbedingungen. Die Porzellanschabe ist eine einfach, aber gut zu vermehrende Schabenart. Temperatur braucht sie zwischen 25 bis 30 Grad. Luftfeuchtigkeit kann relativ trocken sein. Bis zu 50% sind vollkommen ausreichend. Das Bodensubstrat sollte nicht zu wenig sein, 5 cm tiefer geht natürlich immer besser, sollte auf jeden Fall gewählt sein, da die Tiere sich tagsüber wirklich nur im Substrat aufhalten und erst nachts rauskommen. Zu fressen kann man den Tieren natürlich nahezu alles geben, sei es Obst, sei es Gemüse, bitte darauf achten, keinerlei Zitrusfrüchte wie Zitronen, Orangen, alles was einen sehr sehr hohen Säureanteil hat, das bitte vermeiden. Aber ansonsten kann man halt eben auch, wie gesagt, Obst, Banane, Apfel, Birne, alles, nahezu alles an Gemüse, Fischflocken, Katzenfutter, Hundefutter, Trockenfutter, das kann man den Tieren verfüttern. Und selbst wenn da mal eines der adulten Tiere stirbt, dann werden sie auch relativ schnell von ihren Artgenossen verspeist. Ansonsten, wenn man da ein bisschen Ablenkung braucht, ein bisschen abends ins Terrarium schauen möchte, ist die Gina Lurida auf jeden Fall eine super Einstiegsart, denn man hat abends immer Action dort drinne und da wird es auch einen niemals langweilig. Das war's gewesen mit der heutigen Folge Cockroach TV. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann auf jeden Fall kostenlos den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao, ciao.